Robbe hier und willkommen zurück zur neuen Folge Royal Revolt 2. Und ja, es hat sich wirklich einiges getan seit meiner letzten Aufnahme. Ich würde sagen, ich ziehe erstmal hier die ganze Kohle rein. Silo ist leider schon wieder voll. Hier nochmal Taverne, nochmal was abziehen, hier nochmal was reinziehen. 90.000 Gold ist mittlerweile schon. Ja, und was sich in meiner Gilde tut, es hat sich wirklich schon was getan. Und zwar sind wir mittlerweile 6 Mitglieder. Noch 2 Mitglieder und da gibt es die Allianzkriege. Ja, und das will ich ja sehen. Ich will die Allianzkriege sehen. Deswegen bin ich hier in das Spiel reingegangen, weil das macht ja gerade die heutigen Spiele aus, dieses Miteinander. Und ich will diese Allianzkriege einfach sehen. Komm, kann ich hier noch was spenden? Nee, ich habe schon gespendet hier. Der Thorsten 213k gespendet. Geet, so hieß es ja jetzt. 214k gespendet. Edmond, Siegfried, unser Gamer Number One. Alle... Ich heiße euch hier alle herzlich willkommen. Ich danke euch auch, dass ihr hier gejoint seid, damit ich hier bald in den Clankrieg ziehen kann. So, hier sehe ich gerade, ist ein Turm fertig. Fallturm Level 2. Gucken wir mal, ob ich den auf 3 kriege. Kriege ich sogar. Nehme ich da auf 3 auch nochmal hoch. Ja, was? Ich weiß gar nicht, wer es genau ist. Bestimmt schon eine Woche her, wo ich letztes Mal aufgenommen habe. Allerdings, was ich jetzt herausgefunden habe, ihr seht ja hier die optische Landschaft, will ich die einfach mal nennen. Und die können wir sogar hier ändern. Das ist eigentlich das eine richtig geile Idee. Ich nehme jetzt einfach mal die Hochlandweide und lädt das ein bisschen. Und dann haben wir jetzt, genau, jetzt haben wir quasi neues Layout. Ist irgendwie, ist geil gemacht. Muss man wirklich sagen, ist schon geil gemacht. So, ist auch mal ein bisschen sowas fürs Auge dabei. Ist ja auch nicht immer selbstverständlich, dass sowas gemacht wird. So, allerdings, ja, meine Base sieht eigentlich mittlerweile, finde ich, sehr, sehr, ja, doch, sehr solide. Ich weiß gar nicht, wie es aussieht. Momentan kann man sich noch leider keine Verteidigungen anschauen. Nur, man kann sich nur Ergebnisse angucken. Von daher, ja, ich hoffe mal, das wird noch implementiert. Sonst habe ich hier unten im Verlies, da können wir eigentlich mal reingucken. Das ist schon was Geiles irgendwie. Im Verlies bin ich schon ein bisschen weitergekommen. Ich habe mich hier ein bisschen weiter runtergegraben. Ich könnte jetzt eigentlich... Wo war ich denn noch nicht? Hier, wie lange dauert das denn, bis ich hier freigrabe? Dann brauchst du mal, guter. 2 Minuten, ja, machen wir das gleiche. Wenn er 2 Minuten gegraben hat, dann gehen wir da runter und schauen uns das Ganze mal an. Ansonsten können wir eigentlich mal so einen Angriff zwischendurch machen. 35.000 Gold, das sieht gut aus. Ich habe eine neue Einheit bekommen, das ist der Titan, müsste es sein. Ich weiß gar nicht genau, wie der heißt jetzt. Schauen wir gleich mal. Dieser hier, das müsste, oder Paladin, Titan, schauen wir gleich nochmal. Auf jeden Fall eine sehr starke und robuste Einheit. Ja, kostet mir allerdings auch 3 Ressourcen, will ich das mal nennen, hier unten. Also ist nicht gerade billig, aber er hält halt auch sehr viel aus. Deswegen ist er seine 3 auch einfach mal wert, will ich einfach mal so sagen. So, gehe ich mal hier, dann hau mal hier auf den Turm drauf. Ich weiß, ich habe, wie es so mit einer guten Mischung aussieht, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Bin ich noch, ja, zu Anfänger, zu Noob-like hier am Anfang, um jetzt sagen zu können, wann nehme ich lieber einen Bogenschützen, wann nehme ich lieber normales Volk. Das weiß ich nicht. So, jetzt hier nochmal drauf. Jetzt rennen sie mir alle hinterher, weil ich diesen einen Skill benutzt habe. So, die haue ich jetzt nochmal eben weg. Oh, mein Held nimmt jetzt ordentlich Schaden. Nicht sterben, bitte. Sterben wäre jetzt ganz schlecht. Ich halte mich mal ein bisschen zurück. Allerdings dürfte das hier auch kein Problem sein. So, ist hier noch irgendwo ein Turm? Sieht nicht so aus. Burgtor schießt noch ein bisschen, aber es sollte kein Problem sein. Jetzt kann ich hier oben nochmal die... Ja, das ist so eine Art Versammlungsbefehl. Dass die anderen Truppen, man sieht es oben an den Streifen, die laufen dann auch alle etwas schneller. Also, dass man sich schon ein bisschen schneller durch die Reihen läuft. Sieg, ja, das gab ordentlich Punkte. 3 Kronen natürlich, 100% Zerstörung, 35.000 Gold. Plus, ja, nochmal ein Goldbonus, den wir durch die Allianz bekommen. Das ist natürlich auch richtig geil. Je höher man natürlich mit der Allianz kommt, desto besser. Hier hat leider nur, hat's nur für 2 Kisten, beziehungsweise für 1 Kiste gereicht. Lass uns mal so ein bisschen reingehen, was sich so getan hat. Und zwar bin ich in einem, ja, das ist der absolute Wahnsinn hier, nicht für 1100, sondern für 500, ja, aber die habe ich nicht. Ich habe auch noch kein Geld in das Spiel investiert. Ja, ich habe einfach hier Schatzkammer gelevelt, bisschen den Thronsaal gelevelt, die Kaserne, alles halt, ja, so ein bisschen hochgelevelt, so wie man das halt auch immer so macht.
bin eigentlich dabei gerade. Ja, ich versuche schon meine Verteidigung wirklich sehr, sehr stark irgendwie aufzubauen, weil ich ja weiß, wenn es zu den Allianzkriegen kommt, ist eine starke Verteidigung natürlich sau wichtig. Ich könnte eigentlich auch noch mal was anderes ausbauen. Ah, ne, ich bin in der Goldmine. Oh, da ist ja gleich fertig, mein Mitarbeiter. 18 Sekunden noch. Da gehen wir auf jeden Fall mal runter. Ansonsten, ich bin in einem Turnier. Genau, gehen wir mal rein in das Turnier. So, da bin ich jetzt gerade Rang 8. Und zwar läuft es so ab. Bronzeliga bin ich, genau. Und so wie ich das sehe, kommen die ersten drei, die in der Bronzeliga sind, weiter. Wahrscheinlich dann in die Silberliga, Bronze 2, 3 Liga. Ich weiß es nicht ganz genau. Und man bekommt, wenn man halt einen normalen Kampf macht, diese Orden. Und damit rutscht man halt so mal ein bisschen höher. 146 Orden habe ich jetzt. Mal gucken, ob ich in dieser Singleplayer-Kampagne auch Orden bekomme. Na, wahrscheinlich nicht, schätze ich mal. Oh, was ist denn los? Verklickt mich hier andauernd. So, hier unten gibt es wahrscheinlich keine Orden, wenn ich das mal. Ah, doch, 148 Orden. Okay, ich nehme jetzt mal. Wie heißen denn diese guten? Paladine sind's, genau. Paladine sind's. Der Paladin hat eine super robuste Rüstung, ist extrem stark, aber er ist empfindlich gegenüber Gift. Ja, ich nehme jetzt nochmal die Bogenschützen mit, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin, was so eine gute Mischung ist und welcher Turm gegen welchen stark ist und sowas alle. Aber wie gesagt, das Spiel ist ja auch noch super neu für mich. So, die Bomben kann man übrigens auch wegkicken. Da bin ich natürlich für jeden Tipp dankbar. Alles, was ich hier lerne, ist, die Hälfte kommt aus irgendwelchen Tipps von euch. Das freut mich natürlich. Komm, die Bombe kicken wir auch nochmal weg. Nicht, dass sie hier noch Schaden anrichten. Ein paar Nahkämpfer könnten wir gebrauchen. Alter, jetzt kommen hier aber auch schon die dicken Paladine. So, weg mit euch. Da nochmal draufgehauen. Jetzt geht's hier weiter. Jetzt leckt's irgendwie leicht. Keine Ahnung warum gerade. Jetzt geht's wieder. So, hier nochmal draufgehauen. Ah, muss natürlich auch ein bisschen auf die Zeit achten. Jetzt kommt schon wieder der krasse Paladine. Nehmen wir mal ein paar Bogis mit. Nahkämpfer habe ich gerade genug. So, drauf, drauf, drauf. Ihr schafft die auch so. Jetzt kommt mal alle hier. Ah, doch, das passt gut, das passt gut. Bombe bitte wegkicken. Oh, weil die haut immer richtig rein. Ey. Ich habe keinen Bock, dass die hier explodiert. Hier auch nochmal weg, bitte. Ist echt schon cool gemacht, irgendwie mit den Bomben wegkicken. So, du bist auch weg. Nein, da liegt die Bombe. Ach, ja, siehst du, ja. Haut mega rein, ey. So, dann nehmen wir ein paar Boogies mit. Oh, wir müssen uns beeilen, ey. Komm, mach den scheiß Tower down. So, jetzt geht's weiter. Kommt hier noch was? Nein, da ist das Burgtor. Sehr schön. Kommt mal jetzt schnell zusammen. Die kommen wahrscheinlich nicht mehr an dich jetzt. Ach, da kommen noch welche raus. Wie kann das denn sein? Komm, 20 Sekunden noch. Hier, bam, nochmal hochjagen. Haut den weg. Sehr gut. 17. Da kommen jetzt noch welche. 13. Ja, das müsste reichen. Müsste reichen. Ja, Gott sei Dank, ey. 3 Sterne hier auf jeden Fall wieder. Oh, das wird doch nochmal ganz. Oh ja, 3 Sekunden. 3 Sekunden, okay, war doch schon noch ganz schön eng gewesen, ey. Sieg 3 Kronen wieder. 100% Zerstörung. Ja, und dir gibt's natürlich jetzt auch die Orden. Man hält auch schon Level. Nee, das ist nicht mein Held. Das sind 16. 479 XP. Ich müsste Level 16 sein. 148 Orden. Gold gibt's hier 30.000, ey. Richtig krass schon, ey. Wirklich. Also am Anfang kommt mir richtig schnell voran. So, dann könnte ich eigentlich, ja, mach den doch nochmal auf. Den. Wie lange brauchst du jetzt? Kollege, lass mich mal gucken. 2 Minuten. Ja, mal gucken. Sonst mache ich das die nächste Folge. Ich wollte euch ja hier auch nochmal ein bisschen was zeigen. So, gehen wir raus. Genau, und zwar. Ich habe, wie gesagt, so ein bisschen hochgelevelt, bin so ein bisschen auf meine Verteidigung gegangen. Hier haben wir noch so eine, ja, so ein Shop, in dem man sich Rüstung und was weiß ich nicht kaufen kann. Ich bin letztes Mal gar nicht drauf eingegangen. Man kann nämlich seinen, ja, meinen, was ist das überhaupt, meinen Helden, wie heißt der Gute eigentlich? Spielerprofil, das bin ich quasi. Das müsste ich dann quasi sein. Akzeptierte Einladungen. Ne, nehmen wir mal raus. Ich will nicht irgendwo, dass mir jemand Anfrage stellt. Das hatte ich nämlich schon ein paar Mal gehabt. Kann ich hier angreifen? Achso, teste Verteidigung. Nee, das will ich nicht machen. Ich wollte euch zeigen. Genau hier. Und zwar kann man hier genau Kronen reinsetzen, einen Umhang und so weiter. Was bringt mir denn gerade diese Krone? Befehlskraft 303. Aber ich glaube, ich hatte hier ein Schwert mal
Angriff 47 und das Schwert hat 43. Genau, ich hatte nämlich einmal dieses funkelnde Schwert ausgerüstet, sodass der Angriff erhöht wird. Ja, und bei dieser Tante hier, bei dieser Oma hier im Shop können wir ja irgendwelche Sachen kaufen. Hier Gürtelstalle, Goldboost 0,8%, erhöht die Summe an Gold, die du durch eine Schlacht gewinnen kannst. Klingt wenig 0,8, aber summiert irgendwann mal wird ziemlich viel sein. Was haben wir denn hier noch? Das bringt dann Befehlskraft. Wie schön wird der Moral in der Schlacht auf? Ach so, alles klar. Unten quasi die Leiste. 9,9, ist das viel? Ich weiß es nicht. Klingt schon reizend hier. Angriff plus 8. 54.000. Ja gut, ich denke, ich habe das Gold. Ich habe das Gold, allerdings will ich eigentlich erstmal meine Verteidigung irgendwie noch erhöhen. Dafür brauche ich Faltum-Konstruktionspläne. Hier, ich krieg doch durch das Burgtor. Ja, das machen wir erstmal. Weil durchs Burgtor bekommen wir nämlich wieder zwei extra Türme, mehr Schaden, Barrikaden werden erhöht, Weglänge bekommen wir dazu. Und das scheint mir doch erstmal wichtiger zu sein. Alle meine Mitarbeiter sind gerade unterwegs. Ja, der eine ist noch in der Diamantengruft, der ist ja gleich durch. Und dann werde ich hier in das Burgtor investieren. Ja, und wenn ihr Bock auf das Spiel habt, würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann auch mit in die Allianz kommt, damit ich hier endlich mit den Allianzkriegen loslegen kann. Noch zwei Leute. Und in 5 Tagen geht dann die nächste Saison los. Ich danke euch auf jeden Fall wieder fürs Zusehen bei... Jetzt habe ich den Namen leider vergessen. Es ist auch wieder, ey. Royal Revolt 2. Daumen nach oben, wir sehen uns. Ciao, macht's gut.